Willkommen zurück. Ich bin Minister Kosch und hier geht's weiter in Farthest Frontier. Hallo. Ein Dorfbewohner ist geboren worden. Herzlichen Glückwunsch den fleißigen Eltern. Wir sind hier weiterhin im beginnenden Winter in Farthest Frontier. In der letzten Folge haben wir tatsächlich uns den Tempel geleistet. Sehr hübsch sieht er aus. Ich suche... Oh, ist das laut. Okay, Moment. Ich muss das mal für mich leiser machen. Wir suchen weiterhin einen Namen für den Tempel. Aktuell heißt er noch Tempel der Neuanfänger. Es gibt schon ein paar Vorschläge in den Kommentaren aus der letzten Folge. Aber ich bin noch am Überlegen. Und die größten Projekte, die anstehen, das sind jetzt nur noch zwei. Wir haben den Tempel ja gebaut. Ist einerseits die Stufe 3 vom Dorfzentrum. Da haben wir bald die benötigten 150 Bewohner erreicht und dann brauchen wir nur noch kleine 2000 Gold, 200 Ton und 200 Holzbretter. Aber das schaffen wir schon. Und wir müssen immer noch darauf hoffen, dass ein Händler vorbeikommt, der uns Kühe verkauft, die wir endlich hier in der Scheune unterbringen können. Kurz bevor die Scheune fertiggestellt war, da gab es noch Kühe im Angebot. Danach kam nur ein einziger Händler da vorbei mit Kühen, die aber viel zu teuer waren. Ja, ansonsten müssen wir weiter an der Verteidigungsfähigkeit basteln. Wir sehen hier, dass die beiden Wächter in den beiden Türmen keine Nahkampfwaffen haben. Da müssen wir mal hoffen, dass Händler Waffen im Angebot haben. Wie sieht es mit den Fernkampfwaffen aktuell aus? Pfeile sind da, Bögen sind da, das sieht gut aus. Seife ist weiterhin super viel da. Auch ein bisschen Töpferware haben wir. Wir investieren das bisschen Ton, was wir haben, jetzt in Töpferware, weil es ein bisschen Unzufriedenheit gab bezüglich Luxus. Ja, ist immer noch 41%. Und Luxus ist alles wie Kerzen, Seife, Töpferwaren und es stand irgendwo... Möbel. Möbel können wir noch nicht herstellen, das können wir erst mit Stufe 3 vom Dorfzentrum. So, das ist der aktuelle Stand. Da der Tempel jetzt fertig ist, können wir allerdings die Ruine ausgraben, glaube ich, die es hier auf der Karte gibt. Ich glaube, das war die Voraussetzung dafür, dass man das kann. Lass mich mal nachschauen. Ja genau, jetzt geht's. Dieser Button war vorher nicht aktiv. Dann würde ich mal sagen, graben wir das Ding mal aus, auch wenn jetzt schon Winter ist. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben hier Arbeiter zugewiesen. Wir haben einen Ausgrabungsfortschritt. Ich vermute mal, wir werden da so ein Relikt dann rausziehen, was es auch manchmal bei den Händlern zum Angebot gibt. Das ist zumindest meine Vermutung. Ich schätze auch. Reliquien eines längst vergessenen Volkes. Wenn dieser Tempel uns einmal. Wenn ein Tempel erst einmal errichtet wurde, kann er ausgegraben werden, um Relikte und Reichtümer aus der Vergangenheit zu entdecken. Ja, okay. Vermutlich einfach ein zufälliges Relikt. Schauen wir mal, ob uns das was bringt. Vielleicht können wir es auch dann verkaufen. Müssen wir mal gucken. Ja. Ansonsten, ich hatte ja hier noch ein paar Obstbäume hingesetzt. Die wurden tatsächlich gepflanzt. Die hier in Reichweite sind. Okay. Die Bäumchen werden wohl nicht geerntet, aber das ist auch okay. Wir haben noch ein paar Bäume mehr. So, wir haben super viele Stämme. Viele Holzbretter. Wir brauchen allerdings auch 200 Holzbretter für die nächste Stufe Dorfzentrum. Was wir mal gucken können mit Arbeitern. Wir haben aktuell 17 verfügbar. Ich glaube, das ist knapp an der Grenze zu knapp. Das ruckelt das Spiel gerade mal wieder kurz. Okay. Wir können eventuell die Arbeiter aus dem Arbeitercamp hier oben erstmal entfernen. Da kriegen wir noch zwei Leute und das Jahr 38 beginnt. Denn die 160 Stämme, die reichen eine ganze Weile. Und dann stattdessen können wir die in die Minen schicken. Und in die Goldmine ist hier am besten, denke ich. Denn das Erz kann man am besten verkaufen.
Wie sieht es da mit den Vorräten gerade aus? 28 im Stadtlager. Und im Handelsposten haben wir 44. Okay, das reicht auf jeden Fall. Genau. Ah, Steine. Wir können die Arbeiter eigentlich in die Steinminen, in Anführungszeichen, schicken. Wir haben so viele Steine hier auf der Map. Ich würde mal sagen, wir machen mal bei diesen Steinen hier weiter. Die verbauen hier nämlich die Siedlung, die hier irgendwann mal hinkommen soll. Und bevor die hier hinkommen kann, müssen die hier weg. Denn wenn man mal jetzt so weiterdenkt, Steuern eingenommen, wenn wir dann mal hier die Stufe 3 vom Dorfzentrum fertig haben, werden wir sicher noch anwachsen müssen für die nächste Stufe, Stufe 4 vom Dorfzentrum. Ich habe die Anforderungen dafür noch nicht, ich weiß die noch nicht, aber ich gehe davon aus, dass wir hier noch viel mehr Leute brauchen. Wir brauchen ja auch noch mehr Industrie. Und vermutlich ist es das Beste, wenn wir die Wohnsiedlung dann hier bauen werden. Eventuell werden wir dann den Friedhof verlegen, irgendwo anders hin. Und dann werden wir hier noch ein zweites Dorfzentrum haben. Das werden wir erstmal nicht verteidigen, werden wir auch keine großen Lager einrichten. Die bleiben dort. Die besten Gebäude werden auch hier drin gebaut. Aber wir brauchen vermutlich noch deutlich mehr Bewohner, da brauchen wir dann deutlich mehr Siedlungsraum und der kommt dann hier hin. Ja. Und dann würde ich mal sagen, dann machen wir auch die schnelle Geschwindigkeit ein. Sonst erzähle ich mir hier einen Wolf und es passiert nichts. Ein neuer Zuwanderer, sehr schön. So, hier hatten wir in der letzten Folge die Töpferei gemacht. Da könnten wir im Prinzip dann auch einen zweiten Mitarbeiter noch reinsetzen. Wie viele Arbeiter haben wir jetzt? 19. Da können wir auch 3 draus machen. So, ein Händler ist da. Kaufen möchte er nichts von uns. Er hätte hier ein Relikt. Schelde und Fellmäntel bieten plus 4 Rüstungen. Weiß ich nicht, ob sich das lohnen würde. Talgstämme, Steine, Kühe. Zu einem durchschnittlichen Preis. Okay. Da müssten wir aber jetzt unser gesamtes Gold investieren. Ich sehe gerade, wir machen hier Minus. Haben wir den Arzt gerade beschäftigt? Nee. Wir machen trotzdem 30 Minus. Ach, durch die Wachen und die Soldaten. Oh, und der Tempel, der kostet ja auch 15 Gold. Ja, das ist jetzt doof. Der will wirklich nichts von uns kaufen. Ich kann nicht das gesamte Gold ausgeben. Das geht nicht. So gerne ich die Kühe hätte. Nee, es geht nicht. Ach Mann. Na gut. Aber Moment, wir müssen ein bisschen Gold ins Stadtsäckel legen. So. Aber minus 30 Gold im Monat. Ohne Arzt. Der Arzt würde noch 25 zusätzlich kosten. Heftig. So, was ich gucken wollte noch, das Wachs für die Kerzen, das sammelt sich jetzt an. Kerzen haben wir auch einige vorrätig. Wie viel Arbeiter haben wir da aktuell drin? Einen. Wir nehmen da auch mal 3 rein. Dann haben wir 16 Arbeiter, okay. Vielleicht können wir davon ein bisschen was verkaufen. Würde sich noch eine Imkerei irgendwo lohnen? Moment. Hier sind es 50%. Ja, im Prinzip hier neben die Felder oder so würde sich bestimmt anbieten.
53% Bonus, ja, warum nicht? Dann machen wir da noch eine Imkerei für mehr Wachs. Okay, hier sind sie schön am Steine klopfen. Und hier haben wir mittlerweile so viel Essen, dass das Essen tatsächlich verdirbt, das Fleisch. Warum? Jetzt ist es schon weg. Jetzt hätte ich gucken müssen. Ist tatsächlich Fleisch verdorben oder war das Räucherfleisch? Moment mal kurz. Wir haben Fleisch 200 vorrätig und 98 Räucherfleisch. Fleisch wird aber nur von der Räucherei genutzt. Das heißt, die Wohnhäuser hätten kein Fleisch, Rohfleisch vorrätig. Okay, dann ist da Räucherfleisch verdorben. Wir haben jetzt Frühling, würde ich sagen. Und immer noch 300 Wurzelgemüse, ein bisschen Obst sogar noch. Das heißt, wir sind eigentlich ganz gut durch den Winter gekommen. Vermutlich wäre es langsam auch wirklich günstig, weniger Fleisch von den Jägern produzieren zu lassen und mehr Getreide. Wir bräuchten aber auch mehr Felder. Naja, gut, nee, wir lassen es erstmal so. So, oh, noch ein Händler. Vielleicht können wir hier was ausnutzen. So, der möchte erstmal Steine für uns kaufen für einen sehr guten Preis. Das machen wir doch gleich direkt. So, dann die Fellmäntel auch für einen sehr guten Preis. So. Ton hat er im Angebot. Körbe, Mehl, Bohnen, Kräuter. Wurzel des ersten Baumes. Bäume wachsen 15% schneller und Obstgärten produzieren 25% mehr Früchte. Für 4000 Gold. Ansonsten hat er jetzt nicht so das Angebot. Aber jetzt hätten wir tatsächlich das Gold für die Kühe. Das sind 1120. Dann hätten wir sogar noch 700 plus das, was in der Stadtkasse übrig ist. Lasst uns die kaufen. Wann nicht jetzt, wann dann? Oder so ähnlich. Zwei Stück. Kaufen und lagern. Bis im Moment, bevor ich sie kaufe, werde ich hier mal zwei Leute beschäftigen. Einfach um sicher zu gehen. So, wandert umher, arbeitsuntätig. Klar, Kühe fehlen. Dann schlagen wir hier zu. Zwei Tück, 1120. Ich habe gerade nochmal geguckt, ob ich denselben Fehler aus der letzten Folge wiederholt habe, um den Händler mehr verkauft habe, als er Gold im Angebot hatte. Aber nein, diesmal ist mir das nicht passiert. Ich habe es aber wieder nicht hingeguckt. Das ist mir nicht in der letzten Folge passiert oder in einer der letzten Folgen habe ich den Händler so viel verkauft, viel zu viel und hatte gar kein Gold mehr dafür. Aber jetzt war es okay. So, jetzt haben wir die zwei Kühe gekauft. Inventar des Handelsposten, zwei Kühe. Der Händler, okay, der Händler verkauft, okay. So, jetzt würde ich mal vermuten, dass jetzt die zwei Mitarbeiter aus der Scheune die hier abholen, oder? Wähle, okay, dieses Fenster kam jetzt automatisch. Ja, das ist die einzige Scheune, die wir haben. Hat zwei Mitarbeiter, ich weiß nicht, was das hier ist. 0 von 10. Mangel an Nahrung. In dieser Scheune ist nicht genügend Futter, um die Herde zu ernähren. Füge mehr Futter zu den Vorräten der Scheune oder schicke die Herde zum Grasen auf eine Weide. So. Herdenstatus gesund. Das sind englische Wörter hier. Grace ist, ist Weiden. Futterqualität. Okay, sieht aber gut aus. Confirm. Wie können wir jetzt hier ein Lager errichten lassen? Also ein Futterlager, dass das hier angeliefert wird.
Vermutlich jetzt erst, nachdem wir die Leute eingestellt haben und wir was haben, gehe ich mal von aus. So, er liefert Viehfutter, liefert Viehfutter. Okay, gut. Unsere Weide ist hier. Dann würde ich mir auch mal sagen, bewegen wir die Jägerhütte hier raus aus der Weide. Nehmen wir mal ein Stück weit weg. Dahin würde ich sagen. Ja, das ist gut. Dann haben wir dann noch die Imkerei drin stehen, aber ich denke mal, das ist okay. Und die Bäume würde ich auch mal abholzen. Die machen sich auf einer Weide irgendwie nicht gut, finde ich. Okay. Dann bin ich mal gespannt, ob wir jetzt hier 1000 Gold in den Sand gesetzt haben. Und wie lange die überleben. So, er hat hier was verloren. Wachs. Okay. So, hier ist immer noch eine Krankheit. Immer noch eine Stammfäule. Ja, okay. Jetzt kommt auch die Meldung dazu. Und wir haben wieder 5 Schulabgänger. Buchweizen auch noch verloren. Na gut. Okay, direkt bei der Ernte, beim Anpflanzen so rum. So, sehen wir die Kühe jetzt hier irgendwie rumwandern. Die verlieren hier laufend Wachs. Und du beschwerst dich, dass du keine Waffen hast. Als Jäger. Okay. So, noch habe ich die Kühe nicht gesehen. Ah doch, da ist sie. Ah, da ist die erste Kuh. Kann man nicht anklicken. Okay. So, Futterqualität 78%. Futtervorräte. Das Doppelte, was wir brauchen. Und jetzt geht sie zur Weide weiden. Sehr schön. Oh, das sind sogar die beiden. Und ich hoffe, oh, ist sie mal gestorben? Das nächste altersschwache Tote. Oh, ja, cool. So, dann macht mal schnell Babys. Wir wollen euch schlachten, Jungs oder Mädels. Und wie schon mal festgestellt, es scheint im Spiel keine Geschlechter zu geben, von Kühen zumindest. Auch bei den Bewohnern im Übrigen wird ja nicht unterschieden nach Mann, Frau, irgendwie traditionelle Familienrollen oder Berufsrollen. Jeder kann alles. Und genauso kann jede Kuh Mutter und Vater sein. Okay, das sieht doch schon mal gut aus. Das wird unsere Fleischquelle für die Zukunft. Wie sieht es hier in der Ruine aus? Die ist zu 40% fertig. Naja, immerhin. Scheint ja dann was für nächstes Jahr dann zu sein, denn wir sind jetzt schon im Sommer. Und jetzt haben wir nur wenige Arbeiter übrig. Dann haben wir nur noch 10 Arbeiter. Okay, dann nehmen wir nochmal die 2 Bergarbeiter aus der Goldmine raus, glaube ich. Okay. Kerzenwerkstatt, die haben zu tun. Haben zumindest mal ein kleines Lager. Oh, wir haben auch 20 Wachs jetzt mittlerweile. Och, wir haben direkt Milch. 48. Okay. Verwenden die Bewohner das auch selbst? Ja, okay, gut. Also die trinken auch selbst Milch. Okay. Käse könnte man herstellen. Ich glaube, das geht aber erst mit Stufe 3 vom Dorfzentrum und wird produziert in Scheune. Lass uns nochmal nachschauen, ob wir tatsächlich keine Käse herstellen können. Ich glaube, das ist hier unten. Schmiede, Ziegelei, Buchbinder, Papier, Glasmacher. Können wir doch schon Käse machen? Kerzen, Weberei, Töpferei, Imkerei, Seifensiederei, Holzkohle. Oder Stufe 4 erst? Das sind die tiefen Minen.
dann muss ich es übersehen haben. Das sind Nahrungsproduktionen. Ah, okay, Nahrungsproduktion Stufe 3, ja, okay. Gut. Sind die Händler noch da? Nein. Mich hätte jetzt interessiert, wie viel Milch beim Händler gebracht hätte. Ob man das gesehen hätte. Naja, beim nächsten Mal dann. So, hier können wir Beeren sammeln. Beziehungsweise da sind noch mehr. Hier war doch auch ein Kräutersammler. Hier, genau. So. Okay. Getreide ist vorrätig. Wurzelgemüse ist vorrätig. Mehl haben wir 500 Stück insgesamt. Sehr schön. Brot ist uns ausgegangen. Der Bäcker ist aber da, ja. Der Dorfbewohner ist den Elementen ausgesetzt. Stelle Obdach und Brennholz zum Warmhalten zur Verfügung. Wir haben Brennholz. Wo befindest du dich? Nee, du bist hier in der Bäckerei. Die hat auch Brennholz. Okay, jetzt ist die Wohnung weg. Okay. Ja, ich hoffe mal, dass wir noch von einem Überfall verschont bleiben. Denn die Waffensituation macht mir Sorgen. Er hat auch keine Rüstung. Dafür hat er eine Waffe. Hier taucht immer kurz eine gelbe Meldung auf. Oh, die sind unzufrieden. Okay, sieht man, warum du unzufrieden bist eigentlich? Du hast auf jeden Fall keinen Mantel. Aber du hast ein Kettenhemd. Wie sieht der Vorrat an Fellmänteln aus? Da haben wir nur einen. Ein Problem gibt es mit der Nahrung, Zufriedenheit und Unterhaltung. Ja, die Unterhaltung ist schon Ewigkeiten so. Luxus wird besser. Dadurch, dass wir keine Möbel haben, kann es natürlich nicht 100% werden. Und ihr seid immer unzufrieden. Also nicht mal zufrieden, sondern unzufrieden. Ja, Räucherfleisch haben wir jetzt gar keins. Moment mal. Räucherei. Die hat nichts im Lager. Doch, hier ein bisschen Fleisch. Im Übrigen steht die noch auf Räucherfisch hier. Fische haben wir ja nie gehabt. Mehr Leute beschäftigen kann man hier nicht. Macht es vielleicht Sinn, eine zweite Räucherei zu haben? Und wenn ja, wo? Mich würde ja immer so eine Funktion interessieren, die es in Workers and Resources gibt, aber auch Foundation hat die. Dass man einschalten kann, dass man sieht, wo sich jetzt eine Ware befindet. Diese 168 Fleisch hier zum Beispiel. Mich würde interessieren, wo auf der Karte sind die? Und ich glaube, so eine Funktion gibt es hier nicht. Und dann würde ich mich entscheiden können, ob es Sinn macht, eine zweite Räucherei zu bauen. Hier zum Beispiel liegen 68 Fleisch drin. Macht es Sinn, hier eine Straße hinzulegen vielleicht zu diesen beiden Jägerhütten? Und dann würde es vielleicht Sinn machen, die Räucherei hier mit hinzusetzen. Ja, das machen wir mal. Es kann halt sein, dass die Jägerhütten da unten
nicht schnell genug das Zeug abgeholt werden kann, also das Fleisch. Und da ist eine Straßenanbindung gut. Und dann machen wir hier noch eine Räucherei hin. So. Okay. Die Imkerei ist gebaut. Wachs ist in rauen Mengen mittlerweile vorhanden. Kräuter sind alle. Und dann können wir die in der Seifensiederei rausschmeißen. Denn die brauchen Kräuter. Kräuter, so rum. Okay. Wie sieht es in der Scheune aus? Haben sie schon Babys? Wo sieht man das? Hier, 2 von 10. Ja. Okay. Okay. Hier laufen die Leute gerade lang wegen der Ausgrabungsstätte. Okay, das wird in dieser Folge nichts mehr. Das sind wir bei 63%. Und hier ist doch gerade ein Kampf gewesen mit einem Tier, oder? Wahrscheinlich war das der Jäger. Ja. Ach, ich war vorhin bei den Fellen. Fellmäntel. Haben wir noch Felle? Ja. Aber keine Mäntel mehr, ne? Haben wir die alle im Handelsposten? Da haben wir 3 und bis zu 25. Das machen wir mal aus. Wir wollen die Fellmäntel mal bei uns behalten. Ich habe so ein Gefühl, vielleicht könnte das die Ursache von ein bisschen Unzufriedenheit sein, dass sie keine Fellmäntel haben. Wie das halt immer so ist. Jeder braucht seinen eigenen Mantel, gerade wenn es draußen weiß wird, wie jetzt. Und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge doch so, wie wir es angefangen haben, mit einem neuen Dorfbewohner, der sich hier des Lebens erfreuen wird. Und in der nächsten Folge werden wir dann wieder den Überfall haben, würde ich mal behaupten. Okay. Dann werden wir auch die Ruine ausgegraben haben. Kommen hier Zuwanderer? Das sieht doch wieder nach Zuwanderern aus, oder? Nein. Okay, nee, die haben irgendwo gearbeitet. Okay, gut. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es Spaß macht. Okay, bis dahin. Tschüss.